Yo, was geht ab, Leute? Bin auf meinem Smurf endlich Level 30 geworden. Ihr wisst alle, wie lange das gedauert hat. Von Level 1 auf 29. Hat es einen Monat gedauert und von Level 29 auf 30 hat es ein Jahr gedauert, Alter. Dachte, die wollen mich ficken, Digga. Natürlich, mein Freund, natürlich. An dieser Stelle Ehre an Marmorkuchen für deine XP-Booster, Bruder. Und an Tim und an Dino, dass er mal Smurf gelevelt hat. Seht ihr, was für ein Stress, Digga. Ein scheiß Charakter auf Level 30 zu bringen, ist richtig ehrenlos, ne Smite. Was geht's sonst so, Bruder? Also, mein erstes Rank-Game auf dem Smurf. Bruh! Eskalation, ihr wisst Bescheid, Alter. 100% Variance, das heißt, ich krieg direkt 200 MMA-Punkte, wenn ich gewinne. Oder 200 abgezogen, wenn ich verliere. Darauf erstmal ein Tee. Gegen wen spiele ich eigentlich? Mulan. Mulanus. Mal gucken, ob die auf der Lane anfängt oder am Blue. Auf der Lane, okay. Können die das Spinnen nicht einfach mit mir kommen und noch die Lane clearen oder so? Ist ja krank, Alter. So, wir machen jetzt, ich kill die noch nicht, die sollen meine Minions killen, dass die weniger Dings kriegt als ich. Okay. Jetzt greifen wir sie noch an und bringen die Minions alle hierher. Dann kann ich sie gleich angreifen. So, easy lane clear, Yomon. Easy Totem, Yomon Ganda, wie immer. Ihr müsst nicht mal Auto-Attacks mit Yomon machen, das ist geil, Alter. Kannst du einfach seine 1 dahin werfen und erledigt den Rest, Alter. So, das gleiche Spiel nochmal. Auto-Attacks auf sie, darüber. Auto-Attacks auf die Wave. Es ist so ehrenlos. Ja, Mungata ist so easy, solo lane. Einmal jedes Mal das gleiche. Sicher, dass du mich angreifen willst. Ich habe hier einen Pool und das heißt, ich werde Damage machen. Und gleich kommt mal meine Eins in deine Fresse. Okay. So Leute, das machen wir jetzt so lange, bis ich Level 5 bin und dann töten wir sie. Die kann jetzt eh nicht mehr aus dem Tower kommen. So, dankeschön, dass du alles für mich zusammenrufst und noch mit den Minions groups. Bruder, Ehre auf deinen Nacken, Alter. Ja, wir pushen einfach Waves in den Tower. Killen kann ich sie noch nicht. Sobald sie Ulti hat, diven wir sie auf jeden Fall, Alter. Mal gucken, ob sie rauskommt. Ich push die Wave nicht, Bruder. Dann kannst du lange drauf warten. Und die ist tot. Das bedeutet, Blue Buff ist meins. Weil Bastet war, glaube ich, links. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Okay, Blue Buff ist meins. Bastet kommt her, deswegen hauen wir jetzt ab. Muss schnell Level 5 werden. So, und da gehen wir in die Base und dann kommen wir zurück mit Waffen. Blöd. Fucking die Ares. Okay, Digga, der hat auf jeden Fall ein paar Probleme, Alter. Hat schon mal erlebt, Digga. Ich gehe jetzt in die Base.
Normalerweise würde ich Defense holen, gell, aber. Fuck it. Also an sich würde ich ja direkt. Warte, was geht's hier überhaupt? Oh, das wird ein Damage für dich. Genau. Achso, ich habe meine 3 gar nicht geskillt. Okay. Na gut. Scheiß ich auf die 3? Ich glaube, ich scheiß auf die 3 kurz. Digga, wenn die Gang diese Unreleased noch nicht Level 5, schade. Ich will nur Damage machen, ganz ruhig. Nur Damage machen. Ich habe leider nichts getroffen. Die backt jetzt hier. Das heißt, wir sneaken uns Blue. Ich, ja. Ich habe keine Ulti. Egal. Kurz mal Wave proxyen. Okay, ciao. Bruder, greif an, ich bin da. Digga, ja, Mann. Ehrenloser Bastard, Alter. Das war mir halt sowas von klar, Leute, dass ich auf jeden Fall erstes Rank-Game. Digga, safe Yeoman Solo, Alter. Das ist safe for win. Also safe für die Solo-Lane, sag mal so. So, die einzigen, die Yeoman Ganda auf der Solo-Lane Probleme machen, sind Osiris, Achilles, Bellona. Der Rest, echt nicht. Gut, da gibt es natürlich noch Arthur, aber der den kill ich halt nicht. Aber der killt mich auch nicht. Das ist dann natürlich langweilig einfach. Natürlich, sage ich 15 Mal natürlich in 2 Sätzen. Natürlich. Okay, eigentlich wollte ich proxyen. Carry me, team. Ja, carry me, team, Alter. Ehre. So, vielleicht schon ich ein paar. Na gut, dann machen wir es eben so. Hab mal her. Dankeschön. Ich sehe einen Blue Buff. Ich kann einfach nichts machen, das ist irgendwie schon ehrenlos. Was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen, Leute? Ich wollte gewinnen. Gucken wir mal, was es hier noch zu holen gibt. Ihr wisst, Leute, wenn ihr proxyt, dann holt auch was raus. Direkt Backcamps invaden. So, und dann zurückgehen. Weil hier ist ja die nächste Wave. Komm mal her. So. Die kann sich meinen Blue snacken. Wenn sie will. Oder die killt den einfach. Wieso hat die nicht weggeultet, die Mulan? Ich glaube, die Mulan hat selbst nicht erwartet, dass sie gerade gefickt wird, Alter. Alter.
Ich hab's gerade selbst nicht erwartet. Ich weiß, es ist Arachne, aber Digga. Digga! Digga! Okay, wir proxyen. Ich muss wegholten, oder? Na gut. Ich hab Teleport, also interessiert es mich nicht wirklich. Aber von der Midlane nehmen wir noch ein bisschen Farm mit, ja. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt, weil Bastet auf mich blinkt und mich von hinten fickt. Na gut. Aber wir haben 4000 Gold. Upsi. So, die Mulan holt sich wahrscheinlich. Egal, was holt die sich? Gut, dann holen wir uns den Breastplate. Breastplate, Breastplate, Whitestone, Shell. Okay, habe ich nicht mehr geschafft, ich Idiot. Naja, was soll's. Wird mal Zeit, diesen Tower zu holen. Der geht mir auf den Sack. Okay. Du hast mir einfach nur gerade gezeigt, dass du deinen einziges Skill, mit dem du mich aufhalten kannst, nicht hast. Bruder. Oh Junge, Alter. An enemy has been slain. They can't handle the five head plays. Your left tower. Also. Würde man sagen, ab hier rotaten wir. What? Wait, if I had a kill in my old, why don't I survive? Bruder, keine Ahnung. Ich habe eigene Probleme, Alter. Start Speedbuff? Tatsächlich. Jetzt triggern wir noch den gegnerischen Jungler. Weil Ehre. Ja, ich weiß, Bruder. Da ist keins mehr. Nein. Achso, da ist ein Ares bei dir. Okay. Der weiß gar nicht wohin. Oh Junge. Können wir Gold machen? Easy Gold. Okay, Digga, ich bin tot. Ich wollte Gold machen. Weil mein Team irgendwie nur auf Kills geht, Alter. Ach, der gegnerische Speedbuff ist aufgetaucht. Verdammt. Gehen wir mal zu unserem Team. Zu langsam, Alter. Naja, Marachne ist ja da. An enemy has been slain. Okay, pushen wir Midlane. Zilla ist ja tot, oder? Digga, ist da ein Speedbuff? Yes, yeah. Als Jungler, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sehe, mein Speedbuff wurde gemacht, dann kriege ich einen Raster, Alter. Krieg ich Rasterlocken, krieg ich da, Alter. So, meins.
bin Level fucking 15 an. Machen wir noch ein paar Drehungen hier. Haben wir Gold bekommen? Achso, ja, haben wir. Ja. Können wir gruppen und banden, bitte? Das wäre nice. Ich greife nur den Tower an. Ich ignoriere dich. Ah! Verlasst mich nicht! Nehmen wir noch den da. Ist da ein Red Buff? Ha! Mein Red Buff. Meine Keime. So. Urchin, 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 Urchin. Jetzt holen wir uns noch Soul Reaver für maximalen Damage. Wir haben ja nicht genug. Jetzt teleportieren wir uns rüber, weil wir es sonst nie einsetzen. Thank you. Bin womöglich der Einzige, der Wards setzt. Oh ne, Kyra hat auch welche. Können wir noch hier eine Sentry hinmachen? Okay. Leute, wir müssen groupen. Ich habe meinen Teleport eingesetzt. Gell? Verfickte Scheiße, jetzt sage ich. Jetzt setze ich meinen Teleport einfach aus Jux ein und dann brauche ich es halt wirklich. Rachne. Komm mit sie zu mir. Okay. Dieses Spiel dauert viel zu lang. Können wir einfach Fire Giant forcen? Ja, und dann Feuer. Weil wir haben Kills. Aber irgendwie... Wir haben Kills, das war's. So good at the game. Okay. Ich push rechts. Yes. Können wir den Tower angreifen? Ich verdeck hier. Nicht falling back. Attack diesen Kack Tower, Digga. Junge. Junge. Warum hast du nicht gelernt?
die Story wir gehabt, werden da mindestens 6 davon gestorben auf jeden Fall. Wieso habe ich nur einen Stack auf Height of the Urge und ich habe seitdem 3 Assists bekommen? War nicht pro Assist noch ein Stack? Are you gain? For each God Killer Assist? Okay. Oh, hallo! Hallo! Ja, ihr müsst ja nicht gleich ausrasten, Digga! Okay, ich bin tot. Das hättet ihr wohl, aber ich kann nicht mit Jormon gezogen werden. Okay, bam. Ich hab mein Team gebaitet. Arachne verfolgt die sowieso in den Tod, okay. Jo, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Geht doch. Ich dachte schon, ich hätte da fast gefroht, Alter. Ich hätte mich selbst umgelegt, ich schwör's dir. Haben wir noch ein paar Pools, dann haben wir extra Damage auf unsere 2 und bam und... Naja. GG. Good game, Leute, Alter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Warte, warte, warte. Ich zeige euch noch kurz, wie viel MMA man kriegt, wenn man 100% Variance hat, Alter. Mm. Lasst es euch auf der Zunge vergehen. Jetzt kriege ich so 20. Safe Mode, Digga. Wenn der Safe Mode ist, ich... ist komplett aus. Okay, bis Safe Mode. Gib mir Safe Mode, Digga. Schau dich doch. Mh, 281 MMA, Digga, Warte, ich noch, guck noch, will noch kurz gucken. Kurz gucken. Was für eine Variance ich jetzt habe nach einem Game schon? Geht der schon auf 50% runter, oder? Okay. Cool, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.